Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch Aktien TV und in diesem Video möchte ich euch 10 Profiteure des Coronavirus präsentieren. Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es geht eigentlich um Firmen, die dabei helfen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Deswegen, man verdient jetzt nicht irgendwie am Leid anderer Menschen, sondern sind einfach Firmen, die helfen, dass es der Menschheit da besser geht. Ja? Und die Firmen kommen aus 3 Bereichen. Zum einen Pharmafirmen, die Medikamente oder Impfstoffe in diesem Bereich haben, sei es zu Viren oder Grippe. Oder die Atemschutzmasken und Infektionsschutzmaßnahmen herstellen. Das dritte wären noch Firmen in China, die davon profitieren, dass die Leute mehr zu Hause bleiben und die Zeit da ein bisschen totschlagen müssen. Starten wir mal mit der letzten erwähnten Gruppe. Ja, was mache ich, wenn ich 2 Wochen zu Hause bleiben kann? Ja, ich kann Computer spielen oder ein oder andere wird sich vielleicht sagen, ich kann die Zeit auch sinnvoll nutzen und zum Beispiel irgendeinen Fernkurs machen. Und sowas bietet China Distance Education an. Ja, das ist ein Fernkurs-Lehrgang-Anbieter, aber über das Internet, wo man sich zum Buchhalter ausbilden kann, aber auch andere Sachen lernen kann, also berufsqualifizierende Sachen. Hängt immer davon ab, wie der Staat es so ein bisschen ändert von den Regularien, was man braucht. Aber es ist eigentlich ein ganz defensives Geschäftsmodell und könnte eher davon profitieren, dass die Chinesen jetzt zu Hause bleiben oder vielleicht ein bisschen verängstigt sind. Was ähnliches wäre auch Ping An Healthcare. Das ist ein Tochterunternehmen des größten Versicherungsunternehmens in China und die bieten unter anderem mal Telemedizin an. Und so ein Thema kann natürlich gerade beim Virus auch den noch mehr Durchbruch bekommen, weil A ist natürlich effizienter, aber auch B deutlich weniger gefährlich. Ja? Also viele Leute werden ja krank, weil sie dann gerade in der Grippezeit zum Arzt gehen, wo im Wartezimmer mal 10 Leute warten oder im Krankenhaus. Deswegen, ich bin auch gerade mit diesen kleinen Kindern da auch sehr vorsichtig, weil früher hieß es so, der Spruch, Kinder sterben nicht von den Krankheiten, die sie haben, sondern von den Krankheiten, die sie im Krankenhaus bekommen. Die Aktie hat da auch schon ganz gut zugelegt. Ist natürlich auch ein temporärer Effekt, aber ist auf jeden Fall ein Anbieter, der davon eher profitiert und Mehrwert liefert. Eine weitere Alternative dazu wäre Alibaba Health oder kurz Ali Health. Die Alibaba Group hält an dieser Aktie, glaube ich, 50-60%, was ich normal nicht so mag. Aber sind natürlich auf einem spannenden Thema, weil einerseits ist ein E-Commerce-Anbieter für den Versand von Pharmaprodukten, aber das Hauptziel von Alibaba Health ist Doppel-H, also Health and Happiness. Und sie machen daher auch immer weitere Dienstleistungen rund um das Gesundheitsthema, wo natürlich auch Telemedizin oder wie Leute einen Arzt bekommen, auch eine Rolle spielen. Mit dem Versand von Medikamenten hat man natürlich auch einen Profiteur, denn egal was die Leute kaufen, spielt Alibaba Health da eine Rolle. Wird natürlich auch viel natürliche Medizin in China gekauft, was die auch anbieten und davon profitieren. Alibaba Health, eine Tochter der Alibaba Group. Mehrwert liefern kann man bei den nächsten beiden Ideen vielleicht jetzt nicht gerade sagen, aber YY ist eine Live-Streaming-Plattform, die sehr, sehr günstig ist. Damit kann man relativ sinnlos Zeit totschlagen. Aber sie haben auch ein Tochterunternehmen namens Huya, was auch an der Börse ist, wo man so Gaming zuschauen kann. Diese Sachen werden in dieser Phase eher profitieren, denn normalerweise beim chinesischen Neujahr sind Leute mit der Familie und es geht ein bisschen runter. Das kann dann dieses Jahr vielleicht anders sein. Das gleiche gilt auch für NetEase. Das ist ein großer Internetkonzern, ein bisschen aus der zweiten Reihe hinter den großen Alibaba und Tencent, aber das ist schon Large Cap. Die machen viel so E-Mail-Adressen, aber sind auch ein ganz großer Gaming-Anbieter und haben zum Beispiel die Lizenzen für Blizzard in China. Die sollten davon auch eher profitieren. Das waren also die chinesischen Aktien. Das sind Aktien, die ich aber eh auch schon habe. Die würde ich jetzt nicht deswegen kaufen, aber wenn man weiß, okay, vielleicht reagiert der Markt darauf, aber eigentlich sollten sie davon ja eher profitieren und da kann man auch ruhiger schlafen. Was wären jetzt Pharmaunternehmen, die davon profitieren oder Mittel in diesem Segment haben? Das wäre einerseits Gilead Sciences. Die haben ja eine Hepatitis C-Pille, aber die machen auch viel in diesem Bereich Antiviren und hat inzwischen sogar eine ordentliche Dividendenrendite, da halt viele Gewinne von einem Produkt abhängen. Wenn ihnen da ein Durchbruch gelingt, wäre das natürlich ganz gut. Generell profitiert natürlich der Healthcare-Sektor davon und viele Aktien werden einfach hochgekauft, ohne dass es einen Sinn davon hat. Also man sollte das nicht rein deswegen machen,
aber es kann halt so ein Boost sein. Das gleiche gilt auch für Abwi, wo man vielleicht dann auch so Anti-HIV-Mittel dazu nutzen kann. Oder die haben auch die ersten Tests, glaube ich, wo man bei einer Person irgendwie gesund davon geworden ist. Das ist natürlich N gleich 1, das ist natürlich wenig, kann Zufall sein, aber zumindest ein positives Zeichen. Ähnliches gilt auch für GlaxoSmithKline. Das ist ein ganz großer Anbieter von Impfstoffen, zum Beispiel auch für die normale Grippenschutzimpfung. Das ist natürlich auch ein angrenzender Bereich für den Coronavirus, weil letztendlich ist es einfach eine sehr, sehr starke Grippe. Und davon sollte die Firma auch eher profitieren und verschenkt da auch schon Impfstoffe und forscht daran. Vielleicht ein bisschen näher dran, weil Pharma ist immer so ein bisschen schwierig, weil jedes Mittel sich dann da irgendwie durchsetzt oder wer das dann irgendwie schnell machen kann. Aber was alle brauchen, sind Atemschutzmasken. Ne, wir sehen es ja in Deutschland schon im Fernsehen manchmal, wo dann irgendwie die Apothekerin sagt, ja, alle Atemschutzmasken sind ausverkauft. Ist halt die Frage, wie viele sind normal vorrätig, hatten wahrscheinlich nicht so viele und kann man natürlich auch alles im Internet kaufen. Da wäre ein Anbieter in Japan, der da schon durch die Gate gegangen ist, da wäre ich vorsichtig, das wäre Kawamoto. Das ist bei Alpha Protec, die haben neben Atemschutzmasken ganz viele Produkte gegen Infektionen. Und die Aktie ist deswegen auch schon stark angesprungen. Der Markt ist da immer auch sehr, sehr schnell, übertreibt dann auch ganz gerne. Aber vielleicht den einen oder anderen Trader, ganz interessant. Also Coronavirus ist ja jetzt nicht explodiert, aber ich glaube, so schnell ist es auch nicht weg. Da wird immer mal wieder was kommen, weil halt irgendwelche Leute dann weiter anstecken. Aber man hat es wahrscheinlich inzwischen ein bisschen mehr unter Kontrolle. Die 10. Aktie wäre Owens & Minor. Ja, die hat noch überhaupt nicht darauf reagiert, war auch ein sehr, sehr großer Underperformer. Aber die haben ein Tochterunternehmen namens Halya, das ist das ehemalige Kimber & Clark. Und die haben dann auch so Sachen wie Infektionskittel, Atemschutzmasken etc. Eigentlich relativ langweilige Produkte, also jetzt nicht irgendwie komplizierte Atemschutzmasken, sondern so Verbrauchsmaterialien. Aber das ist sicherlich, wenn es in der USA ausbrechen würde, was sehr gefragt. Ja. So, das waren also 10 Ideen, die vom Coronavirus eher profitieren würden. Damit kann man sein Portfolio auch ein bisschen absichern, wenn das Thema doch nochmal mehr Traction bekommt. Wie ich auch eingangs im Aktientagebuch gesagt habe, das war auch vor allem auch so eine technische Reaktion. Ja. Also das ist natürlich eine Übertreibung, dass die Kurse deswegen um 10% fallen. Allerdings, der Markt war überkauft und dann wird sowas als Anlass genommen, ein paar Chips rauszunehmen, was sicherlich jetzt auch nicht komplett falsch ist. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt, gerne posten, würde mich freuen, und was ihr dazu meint und ob man sowas irgendwie machen kann oder nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und schau natürlich auch gern die anderen Aktienlisten-Videos an. Da sind vielleicht noch spannendere Ideen dabei.